In Kapstadt begrüße ich Wolfgang Drechsler. Seit 30 Jahren lebt er dort und seit über 25 Jahren ist er unter anderem der Korrespondent fürs Handelsblatt. Herzlich willkommen, Wolfgang Drechsler. Schönen guten Tag. Ja, es ist, glaube ich, 10 Jahre her, dass wir eine wunderschöne WM in Südafrika hatten. An die erinnert man sich noch gerne. Und damals war eigentlich die Euphorie sehr groß und man hat gesagt, es geht aufwärts. Inzwischen, 25 Jahre, haben wir schon demokratische Umstände in Kapstadt, die ersten Wahlen waren vor 25 Jahren. Wie sieht es denn heute aus? Ja, das ist ein schöner Einstieg mit 2010, weil das ein großer Moment für Südafrika war. Ich habe das selber miterleben dürfen. Es waren damals genau 20 Jahre meiner Tätigkeit und es war ein Highlight, ein absolutes Highlight, genau wie mit dem Machtantritt von Nelson Mandela 1994, der eben erwähnten im Ende der Apartheid. Und es war also jetzt der Moment, wo praktisch alles für Südafrika zusammenkam, 2010. Das Land war von der Versöhnungspolitik her, war miteinander ausgesöhnt. Die Leute waren es war Harmonie im Lande. Die Wirtschaft war auf einem vernünftigen Level. Es war ein starker Patriotismus. Und nach dieser WM klappte das eigentlich alles zusammen. Dann kam ein neuer Staatspräsident, Jacob Zuma, der sich als leider sehr korrupt herausstellte, der dann den Staat plünderte über die nächsten 10 Jahre. Und deswegen haben wir jetzt quasi seit 2010 einen fortgesetzten Niedergang des Landes erlebt, der jetzt also quasi in der Plünderung des Staates und in der Teilzerstörung der Institutionen mündet und jetzt durch Corona noch praktisch einen obendrauf gesetzt bekommt. Ja, 3 Monate ist der Lockdown jetzt schon zugange und es war einer der strengsten Lockdowns, die wir weltweit hatten. Also in Deutschland hatten wir keinesfalls so einen starken Lockdown und wir wissen, wie hier schon in Deutschland die Restriktionen waren und wie die Leute sich beschwert haben. Wie ist denn jetzt die Situation der Bevölkerung? Ja, erstmal der Lockdown war also auch hier anfänglich natürlich notwendig und wurde auch akzeptiert. Nur weil er so strikt war, hat er nach ungefähr 4 Wochen die ersten Aversionen, Antipathien, Widerstand erzeugt. Weil eben Südafrika nicht wie in Deutschland ein Wohlfahrtsstaat ist, sondern hier müssen die Leute zur Arbeit gehen. Es gibt sehr viele Tagelöhner und müssen ihr tägliches Einerlei verdienen. Und wenn die nicht rauskommen, dann leiden sie sehr schnell Hunger. Und das hat sich eben dann nach 4 Wochen auch so gezeigt. Die Leute wurden immer unruhiger und die Regierung hat eben nur diesen Lockdown sehr, sehr langsam graduell runtergenommen. Wir haben 5 verschiedene Stadien in Südafrika, sind jetzt auf dem Level 3 angekommen, der immer noch viele Restriktionen hat und auch das Wirtschaftsleben stark behindert. Und das hilft auch, denn das verhindert auch, dass die Leute an ihr Einkommen in demselben Maße kommen, wie es eben vor dem Lockdown der Fall war. Und das ist eben, die Situation ist eben angespannt, weil dadurch die Firmen gezwungen sind, auch Anpassungen vorzunehmen, Leute zu entlassen. Die Arbeitslosigkeit ist eskaliert in Südafrika und gleichzeitig gehen dem Staat sehr, sehr wichtige Steuereinnahmen verloren, weil eben die Firmen nicht mehr operieren können und gleichzeitig auch, weil solche Dinge hier passieren, wie dass keine Zigaretten verkauft werden dürfen und lange Zeit auch kein Alkohol und mit dem Staat sehr, sehr hohe Steuern verloren gehen. Also es ist ein wirtschaftlicher und sozialer Folgen, sind, die das Land hier sehr getroffen haben. Ich meine, das sind ja auch wahrscheinlich langfristigere Folgen noch, denn viele Firmen können so schnell auch gar nicht anfangen, wieder zu produzieren, weil eben die Zulieferungen aus dem Ausland nicht kommen. Das führt dann wieder dazu, dass in manchen Regionen nicht nur der Tourismus natürlich da niederliegt, der, sage ich mal, glücklicherweise jetzt in der Wintersaison in Kapstadt nicht so hoch ist, aber der nächste Sommer kommt natürlich bald. Aber auch die Firmen, bis die wieder anlaufen, wird es, glaube ich, noch dauern. Und das trifft eben die Tagelöhner, die Leute mit Wochenarbeitsverträgen, das trifft letztendlich die Ärmsten der Armen. Also es trifft vor allem die Arbeitslosen. Wir hatten schon vor der Corona-Krise eine sehr hohe Arbeitslosigkeit, nämlich von
30%, das sind jetzt die Leute, die aktiv suchen, davon waren 30%, wenn man jetzt die Leute noch einschließt, die aufgehört haben zu suchen aus Verzweiflung, weil sie so lange keinen Job haben, steigt die Arbeitslosigkeit auf 40%. Das war vor der Krise. Jetzt nehmen die Beobachter, die Ökonomen an, dass Südafrikas Arbeitslosigkeit auf 50% hochschießen wird. Das ist weltweit für ein Schwellenland oder eine Industriegesellschaft einzigartig hoch. Die nächsthöhere ist vielleicht ein Land wie Spanien, Griechenland, Land, wo wir von 16-17% Arbeitslosigkeit ausgehen, was schon enorm ist. Das zeigt nur die Dimension. Arbeitslosigkeit und Armut gehen ja nun Hand in Hand und das betrifft allein die Arbeitslosigkeit, die Hälfte der Bevölkerung. Trotzdem ist es so, dass ja viele, die noch ein bisschen Geld haben und sich auch ein Engagement noch leisten können, ein Engagement muss man sich ja auch irgendwo leisten können, die tun in Kapstadt einiges. Es gibt, glaube ich, wirklich eine große Initiative oder viele Initiativen, die versuchen, den Armen zu helfen mit Lebensmitteln und so weiter. Genau, ohne die würde es gar nicht gehen. Das sind eben auch Initiativen, die Universität Kapstadt, wo ich studiert habe, ist in den Townships und hat dort Ernährungszentren. Die wissen sehr genau, wie die Lage ist, können entsprechend auch handeln. Die sind auch in anderen, die sind auch in der Kleinkinderbehandlung unterwegs, also in allen möglichen Dingen. Aber jetzt geht es erstmal ganz konkret darum, Leuten Nahrungsmittel zu geben. Denn was in Europa so undenkbar ist, wo man Kurzarbeit hat, wo man Ersparnisse hat, wo man relativ billige Lebensmittel auch hat. Hier ist es eben die Leute nicht so. Die Leute haben einfach nur genug für eine Woche. Und wenn sie eine Woche lang dann nicht mehr arbeiten können oder ihre Früchte verkaufen können oder als Hausangestellte arbeiten können und möglicherweise Arbeitgeber haben, die etwas strikter sind, dann laufen sie sofort in Probleme. Sofort. Und das ist bei mir auch. Ich selber finanziere 4, 5, 6 von meinen Freunden, Angestellten oder auch Händlern, die hier Souvenirs verkaufen, weil diese Leute einfach überhaupt keine Möglichkeit mehr haben. Du sprachst eben schon vom zusammengebrochenen Tourismus. Wenn die Touristen ausbleiben, haben hier Tausende kein Auskommen mehr. Nicht nur, weil sie nicht in den Wohnungen arbeiten können, wo die Touristen dann eben absteigen, sondern auch, weil sie keine Souvenirs mehr verkaufen können oder als Kellner irgendwelche Dienstleistungen erbringen können, die essentiell sind, um diesen Leuten das notwendige Einkommen zu bescheren. Wir haben ja in München jetzt Gutes Tun Kapstadt gegründet, in München und Rosenheim besser gesagt, und versuchen zumindest 4 kleine Organisationen zu unterstützen, weil wir glauben, selbst mit wenig Geld kann man durchaus viel bewegen. Eine Mahlzeit, die die Organisationen vor Ort erstellen oder produzieren, kostet vielleicht pro Person mal 1 Euro. Das sind geringe Beträge. Man kann mit wenigen Euro Familien ernähren. Ist das wichtig? Inwieweit ist das so wichtig, wenn jetzt von außen auch noch Hilfe kommt? Es ist enorm wichtig, weil der Staat eben das Geld nicht hat, um sozial das leisten zu können, was er leisten müsste. Er ist zwar partiell ein Sozialstaat, er gibt also 17.000 sogenannte Social Grants, also irgendwelche Stipendien oder Hilfsleistungen, Pensionen oder für Schwerbehinderte oder für junge Mütter. Er gibt zwar gewisse Gelder auch an solche Leute, die sind aber extrem gering und die sind auch sehr schwer nur verteilt. Es gibt da permanent Probleme. Also diese Hilfsorganisation, auch was ihr jetzt leistet, ist für die Bevölkerung absolut essentiell. Ohne das würde diese Gesellschaft, denke ich, weit schwächer noch momentan voranticken. Und das Schöne ist ja auch, dass solche Organisationen davon profitieren, in gewisser Weise, dass die Wirtschaftslage ein bisschen düster ist. Der Rand ist eine sehr weiche Währung. Man kriegt also durchaus, auch wenn man jetzt hier Geld reinbringt, für das Geld Dinge, wo man Dinge bewegen kann. Also es ist keine Währung, die so stark wäre, dass man hier nur minimal einen Gegenwert bekommt. Südafrika ist sonst auch ein Low-Cost-Land. Man lebt hier relativ billig. Das heißt, es macht es den Hilfsorganisationen zumindest, es ist angenehmer, das Umfeld für die Hilfe, dass man eben wirklich konkret große Projekte starten kann oder auch Dinge verteilen kann, die anderswo in dem Rahmen, denke ich, kaum möglich wären. Auch weil Südafrika die Infrastruktur hat, das möglich zu machen. Es gibt überall Supermärkte, vernünftige Dinge, wo man das hinschaffen kann. Also das macht es schon möglich und denke ich auch, dass man hier sehr viel mit Hilfe bewegen kann. Der strenge Lockdown hat es ja dazu geschafft, dass die
Pandemie langsamer kam, dass die Welle langsamer kam. Jetzt steuert Südafrika ja wohl auf den Höhepunkt zu, meint man. Also anders als bei uns in Deutschland, wo wir ja sagen, wir haben den Höhepunkt oder zumindest den ersten Höhepunkt überschritten. In Südafrika steht das jetzt bevor, man sagt im Juli wahrscheinlich. Das heißt, trotz der Erleichterungen im Lockdown wird es sicherlich in den nächsten Wochen nochmal sehr, sehr hart werden. Nicht nur die nächsten Wochen, es wird für Südafrika dauerhaft sehr schwer werden, wenn diese Wirtschaft wieder auftaucht. Aus diesem Wachkoma, in das sie verlegt worden ist, dann sehe ich ganz harte Zeiten für dieses Land voraus, was man jetzt schon erkennt. Es wird Massenarbeitslosigkeit geben, von der ich eben schon sprach. Die wird so stark sein, dass manche Firmen entlassen die Hälfte der Belegschaft. Es wird also massive Probleme für dieses Land geben. Und vor allem in Sachen Tourismus, der natürlich für dieses Land fast 10% des Bruttosozialprodukts beisteuert, der müsste eigentlich vorgestern wieder angefangen haben. Passiert natürlich nur nicht, weil, wie du richtig sagst, Südafrika gerade zu einem Peak hinausläuft. Kapstadt peakt wahrscheinlich jetzt Ende Juni. Wir haben momentan hier am Kap die Hälfte aller südafrikanischen Covid-Fälle, 40.000 und um die 1.200 Toten bisher. Vergleichsweise noch in einem Rahmen, wenn man das so sagen darf. Aber es geht stark bergauf und es wird wahrscheinlich ein relativ langes Plateau hier auch geben, weil der Zeitpunkt ist leider nur verschoben worden durch den Lockdown. Man merkt also, der Virus hat sich in den Townships, in den schwarzen Wohngebieten verbreitet, wo ein Lockdown nach westlichem Muster nicht möglich ist. Da sind nun sehr, sehr starke Verbreitungsraten und die werden vermutlich noch einige Zeit anhalten und nicht einfach gestoppt werden können. Ich hörte gerade ein Gespräch mit unserem Chef-Virologen. Der sagt auch, hier ist es vor allem deswegen so schnell passiert und so massiv passiert, weil es in Supermärkten passiert ist. Da hat man nicht gemerkt, dass die Leute untereinander erstmal das Personal sich angesteckt haben. Dann ging es an die Kunden und dann ist das sehr schnell weitergelaufen in ihre Gemeinschaften, in ihre Gruppen, Hausgemeinschaften auch. Und das hat man nicht mehr rückverfolgen können. Also der Virus hat sich jetzt hier so ausgebreitet und das wird Südafrika so treffen, dass es nicht wie in Deutschland oder in Europa eine langsame Erholung gibt. Dieser Virus trifft auf eine sehr schwache Wirtschaft schon, die jetzt nochmal durch diesen Virus noch einen Schlag erhält. Und wenn die den Tourismus nicht schnellstens wieder ankurbelt, der eben sehr leicht Arbeitsplätze schafft in großem Maße, dann droht hier wirklich ein Waterloo für dieses Land. Das sind keine guten Nachrichten. Ich hätte vielleicht gerne mit einem positiveren Ausblick das Gespräch beendet, aber so ist die Realität. Wolfgang Drexler, herzlichen Dank nach Kapstadt und ich hoffe, dass wir vielleicht in einem Monat bessere News bekommen oder zumindest leicht bessere News.